diese Staaten haben kein Interesse, dieses Territorium abzugeben. Und letztendlich hat die kurdische Frage auch immer wieder dazu geführt, dass Staaten, die sonst sehr, sehr unterschiedliche Ansichten haben, einer Meinung sind. Und auf der anderen Seite, und das ist das Paradoxe, haben die Staaten der Region immer die Kurden benutzt, um gegeneinander im Hintergrund Politik zu machen. Stammt von den Medern ab, also den Vorfahren des großen Perserreichs in der frühen Antike im Alten Orient. Und es gibt auch viele Traditionen, Kleidung und so weiter, die die Kurden heute noch haben, die man durchaus so auf alten, antiken Darstellungen sieht. Aber die Kurden sind vor allem, wenn man sie als Nation oder als Volk betrachtet, das einzige große Volk im Nahen Osten, das keinen Staat hat. Nach dem Ersten Weltkrieg haben die internationalen Mächte den Nahen Osten aufgeteilt, haben das Osmanische Reich zerschlagen. Und da war ursprünglich mal neben vielen anderen Volksgruppen, die dort lebten, vorgesehen, auch den Kurden einen Staat zu geben. Aber das ist nichts geworden, denn es gab dann einen Krieg mit der Türkei. Dann ist der berühmte Kemal Atatürk aufgetreten und er hat einen Widerstandskrieg gegen diese Aufteilungspläne geführt, erfolgreich. Und dann wurden 2 Jahre später bei einem neuen internationalen Abkommen diese Pläne revidiert. Und dann wurde nichts aus dem Kurdenstaat. Es gab mal für ein paar Monate in den 40er Jahren eine kurdische Republik, die dann aber von den Iranern zerstört wurde. Damals der Schah Irans hatte überhaupt kein Interesse daran, dass das Schule macht und ist dann dort mit Billigung der internationalen Mächte, sowohl der Sowjetunion als auch den Amerikanern, einmarschiert und hat das Experiment beendet. Das heißt, die Kombination, ein unterdrücktes Volk auf der einen Seite, das kulturell unterdrückt wird und auch schwere Menschenrechtsverletzungen erleben muss, entdeckt die linke marxistische Lehre für sich. Abdallah Öcalan, der von vielen PKK-Lern eigentlich wie eine gottgleiche Erscheinung verehrt wird, hatte das Charisma gehabt, diese Kräfte entsprechend in seine Richtung zu kanalisieren, hat dann nicht nur gekämpft, sondern hat auch einen großen ideologischen Überbau, also ein großes ideologisches Konzept dafür gehabt, wie diese kurdische Unabhängigkeit einmal aussehen könnte, und hat in diesem Klima der politischen Gewalt, hat natürlich auch diese kurdische Gruppe angefangen, Anschläge zu verüben und eine Untergrundarmee aufzubauen. Und das Ganze schaukelte sich dann hoch. Die türkischen Streitkräfte sind mit extremer Repression, mit extremer Gewalt da reingegangen. Die Kurden haben angefangen, beziehungsweise die PKK hat angefangen, nicht nur Anschläge zu verüben, sondern auch die eigene Bevölkerung unter Druck zu setzen, Verräter, Spitzel, diejenigen, die sie unterwandern wollten, einfach kollektiv mit ihren Familien zu vertreiben oder zu töten. Und das hat natürlich zu einer Atmosphäre geführt, in der die PKK sich auch unter Kurden und auch unter den Bewohnern der Gebiete, die sie befreien wollte, viele Feinde gemacht hat. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict, commenced
at a time of our choosing. Zivilbevölkerung ist nicht nur zufällig betroffen, sondern Zivilbevölkerung ist in diesem Krieg, wie in vielen anderen Kriegen, immer ein Instrument, um seine politischen Ziele zu erreichen. Die Zivilbevölkerung soll aus Erdogans Perspektive das Gefühl bekommen, wir leiden wegen dieser Leute. Und wenn wir diese Leute los sind, wenn wir diese PKK los sind, dann leiden wir nicht mehr. Unabhängigkeitsbestreben und das Bestreben nach der Autonomie zumindest wird so lange fortbestehen, wie die Staaten der Region nicht ordentlich Leistungen bringen und nicht die Lebensverhältnisse der Menschen verbessern.